Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei Don Camillo und Pepone stehen darf. Und wie Sie sehen, ist das ein super Blick von hier aus. Und ich bin stolz darauf, sagen zu dürfen, dass wir diesen Blick weiterhin genießen dürfen. Das war gar nicht so selbstverständlich, als wir als Stadt und als Aufsichtsrat überlegt haben, was machen wir mit den Beständen, die wir gekauft haben vom Bellinovo. War eigentlich erst klar, dass wir hier auf jeden Fall abreißen werden, auch wenn es noch in die Zukunft gedacht war. Aber nach und nach, und da bin ich auch sehr glücklich drüber, hat sich dann der Gedanke verfestigt, durch Anregung von unserem Geschäftsführer, Herrn Brandt, dass man hieraus was anderes machen kann, beziehungsweise das Alte bleibt und das Gute kommt. Und da hat sich ergeben, dass ein wunderbarer Architekt sich dieses Haus nochmal genau angeguckt hat, diese Häuser, und sich überlegt hat, dass man daraus eben attraktiven Wohnungsbau machen kann. Das hat uns ein bisschen Geld gekostet und das wird uns noch zukünftig Geld kosten. Aber wenn man jetzt genau in die Rechnung reinschaut, wird man feststellen, dass man anhand der Einsparung in der grauen Energie zum einen etwas für den Klimaschutz tut und zum anderen auch am Ende Geld spart. Und der dritte wichtigste Punkt ist, dass wir attraktiven Wohnungsbau hier für diesen Stadtteil haben und Menschen die Möglichkeit geben, in dieser wunderbaren Umgebung zu wohnen.